Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Endlich wieder heute mit einer neuen Folge Enshrouded. Ich weiß, ich war diese Woche ziemlich beschäftigt. Tut mir wirklich leid. Manchmal geht es halt einfach nicht anders. Aber ja, zum Wochenende will ich euch natürlich mit ein paar Videos versorgen. Wenn ihr Bock habt, auf Instagram oder Discord vorbeizuschauen, dann könnt ihr diese beiden QR-Codes scannen. Da gelangt ihr dann direkt auf die beiden Seiten. Ja, und wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne einen Like da, abonniert und vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren. Ja, Leute, und in dem Sinn würde ich sagen, wir starten sofort rein, denn wir haben ja noch jede Menge zu tun. Viel Spaß euch und let's go! Ich glaube, ich bin dann tatsächlich soweit auch schon mehr oder weniger ready, dass wir losstarten können. Lasst mich mal kurz gucken. Ja, da habe ich tatsächlich auch alles. Pfeile habe ich auch genug. Was wir auf jeden Fall tun müssen, was ich schon alles zusammengefarmt habe, ist, dass wir hier die Flamme stärken. Hier haben wir alles zusammen. Wir stärken natürlich die Flamme und haben jetzt die Flammenstufe 6. Jetzt bin ich gespannt. Aha, okay, also wir können sie tatsächlich auch nicht weiter stärken, ist aber auch gar kein Problem. Dann sollten wir jetzt ja eigentlich überall hinkommen, wo wir auch hinkommen wollen. Repariert habe ich alles. Essen muss ich dann natürlich noch, ist klar. Und dann können wir ja mal einen Blick auf die Karte werfen. Ich habe tatsächlich auch schon hier ein Zuhause platziert und das weiß ich gar nicht, ob es da war. Denn wir haben ja jetzt hier unten noch die ganzen Sachen, die wir erkunden müssen. Zusätzlich haben wir hier noch die drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich würde mal sagen, das gucken wir uns natürlich zuallererst mal an. Juti, das heißt, ich muss da runter, so wie es ausschaut, oder? Ja, machen wir jetzt mal. Einfach runter mit uns. Bin aber gespannt, was da jetzt wieder auf uns warten wird. Ich gehe mal so ein bisschen weiter vorne runter. Und ja, ich bin natürlich blöd. Ich habe mir natürlich hier jetzt nichts hingesetzt, aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht so dramatisch. Dann lasst uns mal was essen und was trinken. Und dann würde ich sagen, kann es auch schon losgehen. Wir haben natürlich hier wieder bestimmt 1 Million Bösewichte. Ja, da sind sie ja schon wieder alle. Super geil. Kommt's her. Kommt's her, ich bin bereit. Ich hatte jetzt Enshrouded Abstinenz und deswegen. Oh mein Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder umwurschteln. Weil ich jetzt ein bisschen Conan gespielt hatte und da die Steuerung ja wieder komplett anders ist. Es kommt auch noch so ein Scheiße. Mann, bitte, lass mich doch mal Frieden. Habe ich dir das nicht gesagt gerade? Und ich bin tatsächlich Stufe 25. Ist es denn wahr? Einfach jetzt so random hier beim Sonnentempel. Ist doch nicht dein Ernst. Und ich kann auch wieder 6 Punkte ausgeben. Die wir wohin stecken? Tja, gute Frage. Ich möchte die Gesundheit um zusätzliche 15% höher haben. Und den Nahkampfstichschaden auch. So, jetzt haben wir noch eins übrig. Da müssen wir uns dann irgendwann mal noch anschauen, wo wir das vielleicht am besten reinmachen. Hier ist auch noch so ein Hyopai. Komm mal her. So. Ich korrigiere, hier war ein Hyopai. Schauen wir mal, was hier in der Keller ist. Ein Bett. Sehr schön. Oh, und eine Kiste. Ups, mit einer abgenutzten Klinge. Okay, ja gut. Das war's dann anscheinend schon wieder. Was gibt's hier noch? Schauen wir mal darauf. Da wird zwar nichts sein, aber gucken kann man ja mal. Genau. So, dann einmal hier rüber. Oh, Höhlenpassage. Wo ist hier eine Höhlenpassage? I don't know what you want from me. There is no Höhlenpassage. Vielleicht da unten. Wo ist die Fackelini? Da. Also hier ist keine. Und hier auch nicht. Dafür können wir Mehl plündern. Naja. Wo könnte denn hier noch eine Höhlenpassage sein?
Ich will da jetzt ehrlich gesagt noch nicht runter. Nee, wir bleiben erstmal hier. Ups. Und widmen uns dem Sonnentempel. Ist hier irgendwas unter der Brücke? Nope. Explosive Schwarzpulverkugeln. Natürlich. Ich hoffe, dass da nicht so ein Typ drinnen ist wie im letzten Sonnentempel. Das war nämlich nicht schön. Okay, hier sind wieder Türen. Kann ich die öffnen? Kann ich. Okay. Dann gehen wir, würde ich sagen, auch zuerst mal hier lang. Hier ist es halt jetzt wieder so arschdunkel. Und da hinten haben wir dann auf jeden Fall auch wieder ein paar Funken, die wir sammeln können. Jetzt überlege ich gerade, für was brauche ich denn die Funken, wenn ich jetzt schon die letzte Altarstufe habe. Naja, gut, okay, ich weiß, ich könnte ja tatsächlich auch andere Altäre noch aufwerten. Habe ich jetzt zwar nicht geplant, aber ja, kann ja nicht schaden. Da ist nichts drin. Hier ist auch keine Tür. Ich höre auf jeden Fall irgendwas. Aber sehen tue ich nichts. Okay. Ja, dann werden wir uns wohl hier reinwagen. Na komm. Komm, du blödes Sau, du. Bist nicht stärker als ich, das kannst du sowas von vergessen. Weiß nicht, irgendwie gehen die jetzt voll einfach. Geschärftes Breitschwert, das braucht doch kein Schwein. So, Licht, bitte werde Licht. Hier können wir was durchsuchen. Oh, vergifteter Eisenpfeil ist natürlich immer gut. Und hier brauche ich das. Ah, selbstverständlich. Gut, dann ist der auf jeden Fall K.O. Und was bist du eigentlich für einer? So. Einmal das Knöpfchen gedrückt, Leute. Und dann ist hier ja tatsächlich auch schon wieder nichts mehr. Also einmal in die. Moment mal. Andere Richtung. Ach, da sind wieder die Viecher. Die sind halt gar nicht nervig, ne? Ja, komm halt her. Machen wir gleich schon mal kaputt. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Was ist hier Schönes? Plündern. Ups, hallo. So, hier sind wieder zwei Türen. Tür ist blockiert. Und hier haben wir so ein. Dann müssen wir natürlich auch hier das Knöppele drücken. Geht sie jetzt auf? Nö, immer noch nicht. Ja gut, Leute, ja gut. Dann muss ich wohl darunter gehen. Was bleibt mir auch anderes über? Hallo Licht. Was ist hier? Ah, eine fette, schöne Kiste. Stiefel des Zaubermeisters. Ja, die bringen mir natürlich jetzt wieder nichts. Aber ist kein Thema. Ist hier was drin? Nö. Und da geht's wieder rauf. Ach, ich bin verwirrt. Wo war ich denn jetzt schon überall? Hier auf jeden Fall noch nicht. Wirbelbrecher. Und hier war ich auch noch nicht. Alles klar, okay. Dann kämpfen wir uns jetzt mal kurz hier durch. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. Da ist auch noch einer. Ja, ist ja gut. Noch einer. Pustitsch. Dann hat er nur Ohren. Was ist hier? Versammlung oder was? Okay, ich glaube, sie sind alle weg. Nehmen wir mal die Fackel.
Dietrich. Habe ich keine Dietrich hier dabei? Also das kann ja wohl aber gar nicht sein. Ich hatte immer Dietrich hier dabei. Aha, und hier geht eine Tür auf. Ist aber nichts drin. Ja, super. Ja, das ist jetzt wirklich stark belastend, dass ich keine Dietrich hier dabei habe. Da muss ich irgendwie mal gucken. Was ist denn hier? Aua. Ob ich irgendwo was herkrieg? Holzpfeil und Heiltrank zumindest. Ja, wo kriege ich denn jetzt was her, Leute? Die geht noch auf. Und hier kann man was aufmachen. Okay. Ich habe Metallschrott gefunden. Okay, super duper. Vielleicht reicht es. Ja, für einen Dietrich hat es auf jeden Fall gereicht. Aber mehr brauche ich ja auch gerade nicht. Dann schauen wir mal, ob uns die Tür hier irgendwie weiterbringt. Natürlich tut sie es nicht. Haha, war ja klar. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich die Dinger hier trotzdem mal auf. Vielleicht haben wir ja dann irgendwo nochmal Schrott drin. Nö. Super. Voll der gewastete Dietrich. Also, die Türen haben wir alle aufgemacht, korrekt? Ja. Dann, wartet mal, was ist hier hinten? Ich glaub nix. Dann müssen wir jetzt wohin? Ja, gute Frage. Hier so lang vielleicht? Ich glaube, ich mach mal ganz kurz diese Vasen hier alle auf. Schau, was da drinnen ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, hier war jetzt auch nichts mehr drin und hier waren wir jetzt schon und von da hinten sind wir gekommen. Wir haben aber eigentlich immer noch diese eine Tür, die wir da aufmachen müssen. Hier waren wir auch schon. Also kein Plan, ob sich die dann jetzt öffnen lässt. Wo war denn die gleich nochmal? Ist doch nicht dein Ernst. Oder haben wir sie jetzt schon aufgemacht? Ich bin verwirrt. Hä? Ja, was ist da los? Ja, genau, die Knöpfe hier haben wir ja gedrückt gehabt. Und die Tür war dann, glaube ich, eins weiter unten. Oder? Ja, Leute, ich habe gerade echt keine Ahnung, ob wir jetzt hier fertig sind oder nicht. Ich meine, wir haben diese große Kiste da gelootet, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob es die denn auch war, die wir gebraucht haben. Nee, das ist die Tür. Tür ist blockiert. Warum ist diese Tür blockiert? Ein Scheißding fehlt uns noch, aber wo ist das? Tja, das kann ja dann bloß unten sein. Okay, dann lasst mich mal kurz merken, dass ich die Treppen einmal hoch muss und dann ist da die Tür. Ja gut, wo ist das? Ich habe das hier aufgemacht, da muss es doch irgendwo hier drinnen sein. Vielleicht... Aber hier ist doch nichts. Ist wurscht, wir gucken weiter. Wir werden... Ach so, hier war ich noch gar nicht. Hilfe, was passiert jetzt? Was passiert? Nein. Hey, wo ist die Alte hin? Okay. Gut, sie sind tot.
Das war das, was wir wollten. Hä, wieso habe ich denn diese Tür vorher nicht gesehen? Macht nichts. Tür ist blockiert. Okay, okay, klar. Müssen wir jetzt da hoch? Und hier brauchen wir auch wieder zwei. Kein Problem. Kein Problem. Und er merkt nicht, dass ich hinter ihm stehe. Doch jetzt. Komm schon. Pack dein Schildchen weg. Hier hinten ist ein Knopf. Yeah. Super cool. Und dann können wir hier wieder runter und hier wieder rauf. Und dort hinten ist der andere. Cool. Dann haben wir das auch. Jetzt sind die beiden hier aufgegangen. Und wir sind hier. Okay. Hier ist nochmal eine Kiste. Und ich brauche Licht, habe ich gesagt. Aber das war es hier dann ja auch schon wieder. Ich hatte jetzt eigentlich so was Großes erwartet. Aber anscheinend ist hier nichts Großes mehr. Ja, dann. Genau, die Tür ist auch auf und von da sind wir ja. Hier ist noch ein Knopf. Ah, cool. Aha, und das ist die Tür, die hier verschlossen war. Okay, ja, dann haben wir es ja tatsächlich jetzt hier durchgeschafft, würde ich mal sagen. Weil mehr war ja dann auch nicht da, ne? Okidoki. Dann haben wir diesen Sonnentempel auch erfolgreich erledigt. Können also wieder rausgehen. Und die sind dort einfach hin. Mal gucken, mal gucken. Normalerweise sind ja drei Fragezeichen immer eine Wurzel. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das auch eine ist. So, und dann stürzen wir uns hinunter. Was ist denn das? Ist das eine Brücke? Das kann man gerade so schwer erkennen irgendwie. Ah ja, Tatsache. Gut, gut, gut. Ach nö, ist das ein. Ach, sowas kann ich normalerweise nicht. Ach ja, und da hinten ist die Wurzel. Schlafende Sande. Schön ist es hier nicht. Eh, da ist ein roter Heinzkopf. Ich möchte eigentlich ganz kurz mein. Wo ist er? Hä? Hallo, ich möchte euch doch kaputt machen. Was ist da los? Machen wir es halt so. Und rennen nochmal schnell zurück. Gut. Dann machen wir die auch noch tot. Haben wir jetzt unsere Ruhe? Ach so. Hier werde ich sterben, wenn ich lang gehe. Das heißt, ich springe hier rüber und gucke und hier ist eine Kiste. Ach kacke, ich brauche mal wieder einen Dietrich. Gut, aber in der Kiste wird wahrscheinlich sowieso nichts drin sein. Hier kann ich. Hier ist ein Stundenglas, was ich gerade nicht nehmen kann. Ist aber nicht so wild, wir sind ja gerade erst ins Miasma. Und ich glaube, dass hier auch tatsächlich kein Gegner so weit ist, außer das kleine Viech da hinter mir. Deswegen machen wir die einfach mal weg. Und jetzt dich. Ja, cool. Jetzt haben wir diese Wurzel hier auch. Jetzt schauen wir mal, was sich sonst noch hier befindet. Geht das hier nicht auf, oder was? Doch.
Natürlich. Ein Keller. Toll. Lieben wir. Okay, eine Kiste. Ach, Kacke, Mann. Was ist los mit dieser Dietrich? Habe ich irgendwie... Nein, habe ich nicht. Belastende Angelegenheit. Muss ich jetzt mal echt gucken, dass ich irgendwas kaputt hau, wo ich Dings rauskrieg. Hier ist aber nichts. Ah, roter Stoff. Das könnte Dings geben. Ja, Metallschrott, 3 Stück. Und hier ist auch noch ein Keller. So, das hier gibt auf jeden Fall auch Metall. Schrott. Nehmen wir mit. Kriege ich das auch kaputt? Ja, na gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder dreimal Dingsi-Dönksi, Dietriche. Gehen also zurück in den Keller und holen uns die Kiste. Ritual Sturmstab. Wow, der sieht ja fancy aus. Guckt euch den mal an. Waffe für mittlere Entfernungen. Also der sieht ja mal geil aus. Den behalte ich einfach nur aufgrund der Optik und falls ich mich entschließe, dass ich mal Magier oder so sein möchte. Jetzt hatte ich mir eigentlich gedacht, vielleicht gibt es hier was zu lesen. Sieht jetzt aber nicht so aus oder noch nicht. Hier ist auch nichts. Oh, hier geht's runter. Was ist hier unten? Nix. Toll, danke. So. Dann, meine Lieben, haben wir die Miasma-Wurzel von hier ja jetzt auch. Das heißt, was machen wir denn als nächstes? Ich hätte jetzt gesagt, den Elixierbrunnen und dass wir uns dann quasi hier so lang arbeiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das dann im nächsten Part machen werde. Danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunder, 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 wunder schönen Abend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut. Bye.